Und hier sind wir wieder in den Katakomben. Wir flüchten gerade aus dem Schloss und Jasper und unser pädophiler alter Sack Sir Walter halten da immer Zwiegespräche. Und ja, wir wissen ja mittlerweile, wer Angst vor Fledermäusen hat. Unser lieber Jasper. Jasper, hast keine Angst mehr? Nehmt den Zauber. Beeindruckende Vorstellung, Madam. Unfassbar, dass ich heute Morgen noch eure königlichen Kleider zurechtgelegt habe. Jetzt bin ich Monsterfutter. Ihr gewöhnt euch daran. Okay. Gut so. Jasper hat wirklich Angst vor Fledermäusen. Das soll ja nicht sein, gell? Und das nennt man auch mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist die Kanalisation von Bowerstone. Ja? In Ordnung. Und vielleicht noch die Augen. Mehr Fledermäuse! Erledigt noch ein paar Fledermäuse! Zauber habt ihr inzwischen gut drauf. Wollen wir weiter? Ja. Lauf durch. Die quatschen immer was. Doch hier irgendwo ein Schlüssel noch. Schmarrn, egal. Wir gehen da weiter. Und? Ja, genau. Das war ja echt schön anzusehen. Wo ist er? Nicht ganz. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Kallestor. Schaut die Leute an. Das ist eine Art magisches Transportsystem für Helden. Ich habe geglaubt, es gibt keine Kallistore mehr. Anscheinend gibt es mindestens noch eins. Euer Vater muss es hier für den Fall der Fälle postiert haben. Das ist dasselbe Symbol, das wir bei der Gruft gesehen haben. Ob es wohl genauso aktiviert wird? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ihr wisst, wie es geht. Okay. Mit wem redest denn du da? Okidoki. Und jetzt, aufgepasst. Komm, ich muss mir den anschauen. Wo sind wir hier? Es ist der Unterschlupf eures Vaters. Er hat davon erzählt, aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich existiert. Das ist ja unglaublich. Jasper, dieses Buch, da steckt ein Zettel mit eurem Namen drin. Das kann nicht sein. Für Jasper? Das ist schon möglich, aber es kann eigentlich nur ein Zufall sein. Oh, seid nicht blöd. Der alte König muss es für euch dagelassen haben. Wie heißt es? Das Buch der Helden. Außergewöhnlich. Hilft es uns, hier rauszukommen? Das ist wirklich überaus bemerkenswert. Alles, was wir nur über Helden und diesen Ort wissen möchten, steht hier auf diesen Seiten. Diese Karte ist eine Art Reisemechanik. Wählt einfach, wohin ihr reisen möchtet, und sie bringt euch dorthin. Fantastisch. Ja? Gut. Benutzen wir sie. Wir haben später noch genug Zeit, diesen Ort zu erforschen. Jetzt liegt eine größere Aufgabe vor uns. Aber wie soll ich das bloß anstellen? Zuerst gehen wir ins Gebirge von Mistpeak. Mhm. Die Leute dort wären großartige Verbündete. Sie werden ihre Treue nicht einfach anbieten. Aber... Und wenn sie jemand überzeugen kann, dann ist es eine Heldin. Sehr schön. Ich werde mich mit diesem Unterschlupf einmal näher auseinandersetzen.
Es wird uns zweifellos noch nützlich sein. Alles klar. Sucht Mist Peak auf der Karte. Mal sehen, ob das Buch uns die Wahrheit sagt. Dann suchen wir mal. Das scheint das Vagantenlager in Mist Peak zu sein. Genau da. Wählt es als euren Zielort aus und ihr werdet dorthin gebracht. Ganz einfach. Gut. Dann reisen wir mal ins Vagabundenlager. Ja, Resümee. In kurzer Zeit. Sir Walter ist pädophil und mittlerweile auch schizophren, weil der redet mit der Wand oder mit der Luft. Und Jasper ist ein wenig ängstlich. Geschafft! Ich hatte vergessen, wie kalt das hier ist. Kommt! Die Leute hier nennen sich Vagabunden. Sie sind zäh. Sie sind loyal. Und, wie ich vorhin bereits sagte, sie hassen Logan. Ja, er sieht vielleicht nach wenig aus. Aber hier beginnt die Revolution. Dazu hat Logan sie gemacht. Er hat die Kontrolle über die Berge übernommen und begonnen, die Wälder zu zerstören. Sie ist echt gut. Ich wusste, dass sie wenig Nahrung finden, aber nicht, dass es so schlimm ist. Die hungern da ja wirklich, das ist ja schlimm. Aber ich glaube, dass... Ich verhungere allmählich, ich wie alle anderen. Helft uns bitte. Tangiert unsere... Aus Bowerstone, oder? Ja, kommen wir. Das berührt unsere Prinzessin nicht. Ganz und gar nicht. Der Mann, den wir überzeugen müssen, heißt Sabine. Alt und stolz, aber ein guter Anführer. Mhm. Er wird nicht so schnell Treue schwören. Schon gar nicht einer Prinzessin. Ich spreche lieber zuerst allein mit ihm. Ihr solltet euch vielleicht neue Kleider besorgen, während ich mit Sabine rede. Ja, das machen Etwas wir. Etwas weniger... Majestätisches. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe nur wenig Gold, aber es sollte reichen. Und vielleicht könnt ihr den Rest unter den Leuten verteilen. Ist okay. Sie brauchen es dringender. Wo bekomme ich Kleidung? Oh, keine Sorge. Ihr findet schon jemanden, der Geld von euch nimmt. Und jetzt wünscht mir Glück. Ja, Bettler. Geht's weg. Wir werden verhungern, wenn sich nichts ändert. Ja, Kinder, ihr werdet schon nicht verhungern. Wo war denn der Schneider jetzt schnell? Da oben, gell? Ich bin so schwach. Hallo, Madam? Jasper hier. Ja? Hallo, benutzt man das? Ich spreche durch das Gildensiegel. Was für ein außergewöhnliches Ding. Solange ihr das Siegel tragt, können wir frei miteinander kommunizieren. Und nicht nur das. Ihr könnt bei Bedarf auch jederzeit in den Unterschlupf zurückkehren. Dürfte ich das nun anregen und ihr legt die neue Kluft an? Okay, Jasper. Ah, hallo. Im Unterschlupf ist auch eine Ankleide. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Und? Los geht's. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf euren Reisen bekommt, gut aufbewahren. So, zieht doch einmal eure Vagabundenkluft über. Die Puppen sehen auch nicht so übel aus, gell? Ja. Und wir ziehen uns schnell um. Na also, ihr seht wie eine Vagabundin aus. Ich hoffe, diese neue Kluft ist ebenso bequem wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Gut, dann gehen wir zurück. Jetzt, da ihr angekleidet seid, solltet ihr zu Sir Walter zurückkehren. Es ist Zeit, diesen Sabine zu treffen, von dem man so viel hört. Gut. Jetzt werden wir noch einen Bettler verarschen. Kurz. Oh. Die jammern ja alle was zusammen. Wenn wir nicht bald Essen bekommen, ist das das... Eine erprobte Methode, Anhänger zu gewinnen, ist mit Leuten zu interagieren. Versucht es. Ihr werdet sicher Eindruck schinden. Wenn Zeker da draußen ist, können wir nicht jagen. Glückwunsch! Das Bad in der Menge hat sich gelohnt. Denkt dran, die Interaktion mit den Bürgern Albions ist immer ein guter Weg, um Anhänger zu gewinnen. Ja, wir werden schon Anhänger bekommen. Du brauchst keine Angst haben.
Da haben wir auch noch einen. Den werden wir auch noch kurz verarschen. Wir werden verhungern, wenn sich nichts ändert. Wir haben eigentlich nicht viele Interaktionsmöglichkeiten noch, gell? Das wird ein starkes Stück Arbeit. Okay, das war's dann. Haut euch eine Axt ins Auge. Habt ihr das gehört? Haut euch eine Axt ins Auge. Das ist besser. Das leicht Gammlige steht euch. Ich habe mit Sabine geredet, alles erklärt und... Na, ich sagte ja, dass er schwer zu überzeugen ist. Kommt. Wir verhungern. Ich halte das nicht mehr aus. Haut euch eine Axt ins Auge. Aus dem Weg, Boulder. Ich kann nicht sehen. Welch Glanz in unserem Heim. Eine echte Prinzessin. Ein sehr weiter Weg vom Schloss. Prinzessin. Wie gefällt euch unser Zuhause? Gefällt euch, was euer Bruder uns angetan hat? Diese Berge haben immer uns gehört. Jetzt hat Logan sie erobert und tötet alles Leben in ihnen. Oh, wir sind kampfbereit. Aber warum sollten wir Logans Sippe folgen? Vertraut mir. Ich halte mein Wort. Wir geben hier nicht besonders viel auf Worte. Wir sind einfache Leute. Stimmt das nicht? Was wollt ihr dann? Beweise. Erstens, beweist, dass ihr, wie Walter sagt, eine Heldin seid. Das ist leicht getan. Unter Bright Wall gibt es eine Geheimkammer, die von eurem Vater gebaut wurde. Nur Helden überleben die Prüfungen und finden die Reliquien darin. Bringt mir eines der alten Objekte und ich werde euch glauben. Zweitens, beweist, dass ihr wert seid, uns in die Schlacht zu führen. Hierfür müsst ihr die Söldner erschlagen, die das Mistpeak-Tal plagen und uns das Leben schon lange schwer machen. Drittens, beweist, dass ihr eine Anführerin seid. Überzeugt unsere Nachbarn in Bright Wall, ihr Essen mit uns zu teilen. Boulder. Oh. Ohne Essen sterben wir. Und Tote sind schlechte Verbündete. War es das? Ja, das war's dann. Dann mal los. Viel Glück. War nett mit euch. Okidoki. Hey, na dann los. Schön, dass das Alter Sabine nicht verändert hat. Und ich weiß, welchen Ort er gemeint hat. Euer Vater hat die Kammer unter der Bright Wall Akademie gebaut. Albions größte Bildungsstätte. Zumindest, bis Logan sie geschlossen hat. Zeigt dem Bibliothekar euer Gildensiegel, er wird schon mehr kennen. Ich werde versuchen, mehr über diese Söldner herauszufinden. Wir treffen uns dann in Bright Wall wieder. Ich habe doch Familie. Na gut. Leute, ich denke, das war's einmal für dieses Video. Ich werde hier noch kurz ein paar Leute verarschen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, nämlich beim Bibliothekar. Und wünsche euch hier noch eine gute Nacht. Wenn ihr Spaß hattet und am Laufenden bleiben wolltet, macht ein Abo. Wenn nicht, sagt es eben nicht weiter. Euer Toso. Wünsche euch süße Träume. Ciao.